Heute schauen wir uns den aktuellen Stand der Großbaustelle Obenthal-Dreieck an. Am Horizont kann man den Ort Maulbach erkennen und die Straßenführung der A49 in Richtung Norden. Gegenüber meinem letzten Video aus 2022 ist der sogenannte Overfly mittlerweile über die A5 geführt. Diese 250 Meter lange Brücke wird man benutzen, wenn man auf der A49 von Kassel kommt und in Richtung Alsfeld fahren möchte. Auf der A5 werden die beiden Fahrspuren während der Bauzeit immer mal wieder den Gegebenheiten angepasst. Hier wird gerade die schon bestehende Unterführung verbreitert, damit Fußgänger und Radfahrer die A5 unterqueren können. Dieser Blick zeigt in Richtung Süden, also nach Frankfurt. Man erkennt sehr gut die riesige Dimension dieser Baustelle.